Der Musiker Gil Oferim hat am 28. November zugegeben, den antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel The Westin frei erfunden zu haben. Nachdem Oferim am 5. Oktober 2021 sein millionenfach geklicktes Video auf Instagram geteilt hatte, in dem er den Hotelmanager beschuldigte, ihn wegen seiner David-Sternkette abgewiesen zu haben, schoss die Zahl der Stornierungen in die Höhe. Neben dem Leipziger Hotel sollen auch andere Häuser der Marke sowie benachbarte Herbergen mit ähnlichen Namen von dem Buchungseinbruch betroffen gewesen sein. Wie Bild.de berichtet, soll ein Millionenschaden entstanden sein, auf dem das Westin nun sitzen bleiben könnte. Laut Insider-Informationen, die Bild.de vorliegen, sollen allein dem Leipziger Westin mehrere hunderttausend Euro durch Buchungsrückgänge entgangen sein. Der Gesamtschaden für die Hotelkette weltweit soll in die Millionen gehen. Das Hotel The Westin behält sich eine zivilrechtliche Schadensersatzklage gegen Gil Oferim bislang noch vor.